So, hey Tizian, leider konntet ihr nicht im Finale durchsetzen, aber das, was ihr dieses Wochenende erreicht habt, ist schon extrem großartig gewesen, vor allem vor der Crowd. Wie beschreibst du dein Wochenende bis jetzt? Es ist eines der geilsten Erfahrungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, bin ich ganz ehrlich. Die Fans, diese 10.000, 15.000 Leute, es ist unglaublich, wenn einfach mehr als die Hälfte dafür für einen cheeren, egal welchen Track wir gemacht haben, ob wir nur HE-Damage gemacht haben oder sowas, immer wird für uns gecheert und es war einfach unglaublich. Wie habt ihr euch speziell auf dieses Event vorbereitet? Wir haben uns eigentlich gar nicht auf das Event vorbereitet. Wir haben uns auf dem Event auf die Gegner vorbereitet. Also natürlich haben wir uns auf die Group Stage vorbereitet vorher, aber dann haben wir alles auf dem Hotelzimmer eigentlich gemacht. Alles klar. Das ist euer zweites großes Event mit Smoja. Wie läuft es intern? Intern läuft sehr gut. Wir hatten letztens eine kleine Krisenphase, aber das hat sich jetzt wieder gelegt, jetzt auch natürlich auch durch die Ergebnisse hier. Ich denke, es wird sehr steil bergauf gehen. Wie bereitest du dich privat auf solche Events vor? Hast du irgendein Ritual, was du privat durchziehst? Nö. Alles klar, dann habe ich noch zwei Fragen an dich. CT oder T? CT. Lieblingsmap? Das 2. Irgendwelche abschließenden Worte an die Fans? Danke. Bitte.